Hallo alle zusammen, wie geht's euch? Ich hoffe, dass alles perfekt ist. Okay, heute erklären wir die Personalpronomen. Personalpronomen. Die Personalpronomen wie ich, du, er, sie und so weiter. Die Personalpronomen hier in die deutsche Sprache sind ich, du, er, sie, es, wir, sie Plural, sie sitzen und ihr. Noch einmal, ich bedeutet in Englisch I, du, you, er, he, sie, she, es, wir, wie in Englisch we, sie Plural wie they. Und sie sitzen, gibt es kein Personalpronomen in Englisch, und ihr, you, aber Plural. Okay, und jetzt, wie können wir diese Personalpronomen benutzen? How to use these pronouns? Okay, wenn wir über einen Maskulin sprechen, wie zum Beispiel Ahmed, Omar, Peter und so weiter, können wir er sagen. Ahmed ist 9 Jahre alt. Können wir auch sagen, er ist 9 Jahre alt. Okay, auch wenn wir über einen maskulinen Nomen, Artikel der plus Nomen, wie zum Beispiel der Vater bedeutet auch er, der er. Artikel der gleich er. Der Vater ist Arzt. Oder er ist Arzt. Okay, Nummer 2. Wenn wir über eine Frau oder eine Feminin sprechen, können wir oder benutzen wir sie. Können wir sie benutzen, also Leila, Lise und so weiter, gleich sie. Leila ist Lehrerin. Auch sie ist Lehrerin. Die beiden sind richtig. Okay, die Artikel sie gleich sie. Können wir die Mutter ist eine Hausfrau sagen oder sie ist eine Hausfrau. Mungkin aqul die Mutter ist eine Hausfrau. Mungkin awad an die sie. Yibqa sie ist eine Hausfrau. Nummer 3. Das Kind. Artikel das bedeutet es. Das Kind bedeutet es. Okay. Kairo auch bedeutet es. Was ist das? Also, die Länder und die Städte bedeutet auch hier es. Wenn wir über eine Stadt sprechen, benutzen wir diese Personalpronomen, diese Pronomen es. Kairo ist sehr schön. Es ist sehr schön. Okay. Ahmed und ich bedeutet oder gleich wir. Ahmed und ich spielen Fußball. Wir spielen Fußball. Die beiden sind richtig. Peter und Lise, die Kinder oder die Kinder bedeutet oder gleich sie Plural. Wenn wir über zwei Personen oder mehr als zwei Personen sprechen, benutzen wir diese Personalpronomen. Sie, sie Plural. Leila und du gleich ihr. Ihr. Ey, es war du. Leila und du, Omar und du, Lisa und du. Wenn es darum geht, Pronomen ihr. Okay. 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 Jetzt haben wir hier eine Frage und eine Antwort. Frage und Antwort. El Soel will ich geben.
عندنا personal pronomen في السؤال لما بنيجي نجاوب أكيد طبعا بنحول الضمير زي الإنجليش عندي you بتبقى I ال personal pronomen بتتغير يعني wie zum Beispiel du في الفراغة في الأنفوات في الإجابة عندنا هتكون ich لما أقول wie heißt du الأنفوات هنا في الإجابة بقول ich heiße Max wie zum Beispiel du woher kommst du ich komme aus Ägypten und so weiter okay ihr für Frage also für Antwort wir sie ich oder wir dein mein deine für Antwort hat kun meine Nummer 1 wo ist der Spiegel Wo ist der Spiegel? Er ist im Schlafzimmer. Er ist im Schlafzimmer. Der Spiegel? بقت قلنا في الأنفوات عندنا عوضنا عنها بـ-er. Nummer 2. Ali und Tamer sind Schüler. Ali und Tamer sind Schüler. Sie kommen aus Tanta. Ali und Tamer, sie. Der Spiegel, er. Okay, Nummer 3. Wohin fliegen Sie? Wohin fliegen Sie? Ich fliege nach irgendwo. Ich fliege nach Deutschland. Ich fliege nach Aswan. Irgendwo. Okay, sie groß hier in Frage, aber im Antwort wird ich. Sie, ich. Nummer 4. Wo ist Frau Samira? Wo ist Frau Samira? Sie ist in der Schule. Frau, sie. Frau, sie. Herr, er. Herr, Herr Ahmed, Herr Ahmed, Herr Lukas, er. Okay, Nummer 5. Wohin fliegt Herr Ahmed? Herr Ahmed. Er fliegt nach London. Okay, wenn an die hin her, Frau, Frau, genau dann habe ich mit Personal Pronomen, sie, feminin, aber Herr, er, maskulin, er. Okay, Nummer 6. Paris ist sehr schön. Es liegt in Frankreich. Es, Paris, es. Ägypten, es. Deutschland, es. Berlin, es. Irgend. Die alle Städte und Länder, تمام? يبقى عندي هنا نمرة 6 تاني noch einmal. Paris ist sehr schön. Es liegt in Frankreich. رحنا قلنا قبل كده إن Städte und Länder, البلاد, بنعوض عنها بالpersonal pronomen S. Okay.